Willkommen bei Kuppelkucker. Das hier ist der Deutsche Bundestag, das Zuhause von Karlchen Adler. Er weiß, was eine Petition ist und erklärt es dir. Stell dir dazu einmal Folgendes vor. In deiner Schule sieht der Schulhof ziemlich langweilig aus und es gibt keine Spielgeräte. Du findest das gar nicht gut. Also sagst du das deinem Lehrer und machst einen Vorschlag. Lasst uns doch eine Rutsche und Schaukel aufstellen und ein paar Blumen pflanzen. Bestimmt würden andere Kinder deinen Vorschlag sogar unterstützen. Wahrscheinlich wird dein Lehrer sich freuen, dass du dir Gedanken gemacht und deine Ideen eingebracht hast. Er wird bestimmt darüber nachdenken, wie dein Vorschlag umgesetzt werden kann. Und vielleicht klappt das dann ja auch. So ähnlich läuft es auch im Bundestag. Denn auch im Parlament sind Ideen willkommen. Jeder kann beim Bundestag Vorschläge, Bitten oder Beschwerden einreichen. Man nennt sie Petitionen. Das Wort Petition kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Bitte oder Antrag. Auch Kinder können so eine Petition einreichen. Darüber freuen sich die Politiker sogar oft besonders. Es gibt zwei verschiedene Arten von Petitionen. Bei einer sogenannten Einzelpetition geht es um etwas, das nur eine einzelne Person betrifft. Bei einer öffentlichen Petition dagegen geht das Thema viele Menschen an. Ein Beispiel. Du schlägst in deiner Petition vor, dass alle Kinder zur Einschulung ein Grundgesetz geschenkt bekommen sollen. Das ist das wichtigste Gesetzbuch in Deutschland. Diese Idee finden vielleicht viele Leute gut. Bei einer öffentlichen Petition haben sie die Möglichkeit, deinen Vorschlag zu unterstützen, indem sie deine Petition unterschreiben. Damit sagen sie, ich bin auch dafür. Wenn sehr viele Menschen eine Petition unterschreiben, wissen die Politiker, dieses Thema ist besonders wichtig. Aber was genau passiert mit der Petition, wenn sie im Bundestag ankommt? Es gibt dort eine Gruppe von Abgeordneten, die versuchen, den Menschen bei ihren Problemen und Wünschen zu helfen. Die Gruppe heißt Petitionsausschuss. Dieser Ausschuss prüft zuerst, ob der Bundestag für das Anliegen zuständig ist. Wenn nicht, dann gibt er die Petition an eine andere Stelle weiter, die etwas in der Sache tun kann, zum Beispiel an ein Bundesland. Wenn der Bundestag tatsächlich zuständig ist, dann versucht er, gemeinsam mit der Bundesregierung eine Lösung zu finden. Natürlich können die Abgeordneten nicht jede Bitte erfüllen oder jeden Vorschlag umsetzen, aber sie beschäftigen sich auf jeden Fall ernsthaft damit. Und manchmal kommt es sogar vor, dass ein Gesetz geändert oder ein neues Gesetz beschlossen wird. Übrigens nutzen sehr viele Menschen die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen. Jedes Jahr bekommt der Bundestag ungefähr 17.000 Petitionen. Darin geht es um alles Mögliche. Zum Beispiel um Flugzeuge, Krankenhäuser, um Tiere und vieles mehr. Vielleicht hast du ja auch eine gute Idee, die du dem Bundestag mitteilen möchtest. Dann hol dir am besten die Hilfe eines Erwachsenen und schreib einen Brief oder reiche im Internet auf der Bundestagsseite eine Petition ein. Du wirst auf jeden Fall eine Antwort bekommen.